Und herzlich willkommen zu Roller Champions. Es wurde gerade eben auf der E3 angekündigt und das ist jetzt diese Demo, die bis zum 14. geht. Link für die Seite packe ich in die Beschreibung, damit ihr das euch selber holen könnt. Müsst ihr einfach auf die Seite gehen, euch mit einem Ubisoft-Konto anmelden, was ihr wahrscheinlich haben müsst dafür halt. Was heißt wahrscheinlich, ihr müsst es haben, was ihr dafür haben müsst. Und dann wird es in eurer Spielbibliothek hinzugefügt und dann könnt ihr euren Launcher starten und das Spiel runterladen. Nimmt auch nur 2 GB Maximum ein. Und ja, ich dachte, wir spielen jetzt einfach einmal. Einfach auf Play drücken. Hier ist die ganze Zeit hier Controller-Steuerung, weil mit Controller empfohlen wird. Aber ich spiele jetzt mit Maus und Tastatur. Mal sehen, wie die Steuerung dann überhaupt ist gerade. Ansonsten muss ich gucken, ob ich vielleicht mal einen PlayStation-Controller anschließen kann auch. Das wird dann aber ein bisschen verwirrend, weil da halt Xbox-Steuerung angezeigt wird. Aber wir sollten das hinkriegen für ein schnelleres Video hier ein bisschen. Oder vielleicht nehme ich jetzt auch direkt nach der E3 jetzt. Die Konferenz ist wirklich gerade Ende. Und jetzt nehme ich das direkt schon auf. Oh, okay. Und entweder schneide ich das dann morgen und nehme jetzt noch ein bisschen auf. Oder ich schneide das gleich nochmal schnell. Das ist eigentlich das Spiel, einzige Spiel, was mich bei der E3-Konferenz wirklich interessiert hat. Okay, Shift kann ich also. Okay. Space springen, okay. Mit S wahrscheinlich. Ne? Okay. Steuerung ist, sagen wir, interesting. I don't know, was ich gerade mache hier. Oh, es war knapp, Boys. Yeah. 3 Punkte. 2 Runden gemacht, 3 Punkte. Also, ich habe mich gerade kurz ein bisschen konzentriert, weil ich gucken wollte, wie die Steuerung ist. Auf jeden Fall, wenn man eine Runde mit dem Ball macht, dann ist 1 Punkt, wenn du dann da reinwirfst. 2 Runden fahren sind 3 Punkte und 3 Runden fahren sind 5 Punkte. Sag ich jetzt nochmal, je nachdem, ob ich das einblende am Anfang des Videos, wo die... Dings, wo die Steuerung ein bisschen erklärt wird. Ich find's doof, dass man das nicht auf Controller-Steuerung ändern, Tastatursteuerung ändern kann hier. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich Heartbreaks mache. Ah ja, das war's. That's a lab, boys. Let's go. That's a fucking yikes, boys. Pass. Is das ein Pass? I don't fucking know. Ich weiß nicht, was Y ist am PC. Also Xbox Controller Y am PC. Was das ist. Come boy, mach einen Punkt. Lab 2. Das fucking started. Yes. Guckt euch das an. Ich glaube, das geht bis 10 Punkte, das Spiel. Ich glaube, mit Controller wäre das echt eine leichtere Chance. Ich guck mal nach der Runde, ob ich meinen PlayStation-Controller anschließen könnte. Weil ich will mir ja eh, wenn ich meine PlayStation an einen Kollegen verkaufe, höchstwahrscheinlich. Oh, nee, das heißt schon, dass wir gewonnen haben. Okay. Sind die anderen geliefert? Ich habe eigentlich gedacht, es gibt bis 10. Ja, nice. Oi, okay. Fans kann man sammeln, okay. Das könnte echt ein Spiel sein, was ich mag. Und dann spiele... 100 fürs Spiel gewonnen, Perfect Match, Overkill Victory, Scored a 3 Point und 3 Point Goal. Okay, nice. Okay, ich gucke jetzt mal, ob man meinen PlayStation Controller anschließen kann. Ne, Boys, also ich glaube, ich muss später nochmal aufnehmen oder morgen früh, weil anscheinend ist Matchmaking gerade broken. Das eine Spiel konnten wir spielen, die eine Runde konnten wir spielen. Mit Maus und Tastatur. 1 Punkt gescored sogar und wir haben gewonnen, aber muss ich nachher nochmal aufnehmen. Wir sehen uns dann durch die Magie von Editing in 3, 2, 1. Stars. Super, super, super Stars. Nächster Tag. Endlich finden wir Matches. Ich habe jetzt gerade 2 Stück, glaube ich, gespielt. 2 oder 3 waren es jetzt. Ohne Aufnahme kurz, um zu gucken, ob alles funktioniert und nicht, dass ich wieder ein Match spiele. Und dann wieder nichts passiert, aber.
Ich bin jetzt auch ein bisschen in der Steuerung drin. Bro, weg mit dir. So. Und Bro, weg mit dir. Easy. Gerade habe ich... Ich hätte das Match gerade schon aufnehmen müssen, weil ich habe einen Five-Pointer gemacht und dann war das Game instant Ende. 5-0. Aber habe ich nicht aufgenommen gehabt. War dezent sad. Und der Wurf war auch geil. Der Kollege hat da oben gegengeworfen. Der ist nach hinten weiter gebounced. Ich habe den dann genommen und dann den Five-Pointer reingepackt noch. Ne? War mega nice gewesen. Ah, jetzt wo ich aufnehme, kommt natürlich direkt der Gegner und macht was. Ah, passiert. Wir akzeptieren nicht, dass wir verlieren werden. Wir machen jetzt den Pro und gehen in die andere Richtung. So, jetzt kriegen wir es easy. Ach, scheiße. Weg. So, unser Boys. Oh mein Gott, scheiße, Alter. Steh auf, Boy, hallo. Oh mein Gott, die haben mich so hart gehittet. Ich konnte gar nicht aufstehen. Heilige Mutter Maria. Oh. Ich rette mein Mate. Vorm Ziel, vorm Ziel. Komm, score. Scoring, yes. One point. Wir gehen nicht 5-0 raus. Well done, Teammate. Adieu. Ich mag die Einstellung. Den zweiten kriegen wir auch noch rein. Ah. Tigot scheint zu... Oh, komm, 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 Maui rein. Nein! Er hat ihn nicht reingehauen. Er hat ihn verpasst. Poppy, oh mein Gott, for fuck's sake, ich habe auf Ausweichen gedrückt. Dumme Scheiße, Alter. Danke, Teammate. Gönn ihn dir. Weg mit dir, Zeitlang. Wer nennt sich Zeitlang, Alter? End of match, ja, wow. Wow. 4-1. Wow. Der Zeitlang-Typ, Alter. Mann, scheiß deutscher Schwitzer, ey. Ich hoffe, Leute, die das Spiel spielen auf YouTube und wenn man da das hochlädt, werden nicht copyright claimed oder striked wegen der Musik. Vor allem jetzt diese Superstars, was am Anfang kommt auch. Ich schätze, bei anderen Arenen, wenn das Spiel draußen ist, Anfang 2020, kommen da auch andere Lieder. Deswegen hoffe ich, regeln die es. Oder man muss halt Stream Mode machen, was aber ein bisschen kacke wäre, weil halt dann die Musik ist ja schon relativ nice. Auch schon wieder dieser Tigot da, ne? Kein Bock auf den. Hier, nimm ihn. Das war sogar ein Pass, der geklappt hat. Nice. Bevor ich komplett gefickt wurde. Woohoo! Backflip. Yeet. Durch meine Hilfe ersten. Nice. Ich habe ja nicht gescored, aber das sah schon mal gut aus. Oh, guck ihn an. Sehr schön gewesen. Wer war's? Reiko Mama. Sehr schön gewesen. Hier. What? Oh, das war Instant Pass gewesen. Interesting. Double Goal wieder. Yeet. Camper, super gemacht. Siehst du direkt 0-2 jetzt zu uns. Easy. Guck ihn dir an. Look at that boy. Mm. Oh, der schöne Pass. Genau da, wo ich gehittet werde. Oh, super gewesen. Und Scorter? Nee, er macht die nächste Runde, okay. Nope, okay, jetzt haben die Gegner. Mal sehen, wie gut mein Team daran ist, den Gegner den Ball wieder wegzunehmen.
Oh mein Gott, der war mir im Weg, Alter. So eine Scheiße. Weg mit dir. Weg. Komm, Boy. Scoin. Und da ist er drin. Reiko, Mama. My Boy. My Boy. Super gemacht. Und guck dir diesen Champion an. Richtiger Roller-Champion. Boy, das ist meiner jetzt. Jeet. Ah, so. Pass war schön gewesen. Machst du da ihn? Ja, macht er. Natürlich macht er ihn. Natürlich macht er ihn. Warum frage ich überhaupt? Ja, Mann. Wunderschön. Ah, oh, noch so schön an der Kante da. Ah. Nee, 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 Boy, das machst du nicht. Oh. Nice Teamwork. Komm, Scoin. Oh, nee, er geht für einen richtig großen. Er geht für einen großen, okay. Weg, du hast freie Bahn. Yes. Gewonnen, Mann. Easy. Backflip gibt das. Super. Guck dir diesen Champion an. Okay, die Charaktere waren da eigentlich nicht. Okay. War ein bisschen buggt. Ist ja auch eine Pre-Alpha, also. So, Alter. Das war doch schön gewesen. Direkt 791 neue Fans. Super. Gönn dir. Tring. Ah, fast eine komplette Reihe voll. Oh, der war schön. Perfect Match, Overkill Victory. Ja, Mann. So, aber ich glaube, das war's fürs Aufnehmen. Ich guck dann demnächst nochmal. Vielleicht nehme ich es nochmal auf in der Beta jetzt. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn das Spiel rauskommt. Also, ich fand's echt geil. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung für das Spiel gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr gerne auch abonnieren wollt und Glocke aktivieren. Ciao!